Dasselbe Bild sicherlich jetzt gleich in der dritten Beratung. Insofern möchte ich schon einmal vorausblicken auf den nächsten Tagesordnungspunkt mit der Nummer 11. Denn er hat eine interessante Fragestellung hier zum Ausgang. Wie umgehen mit ausländischen Investoren in Deutschland? Es gibt auf der einen Seite die Angst, dass gerade potente Investoren aus Fernost sich die Rosinen der deutschen Industrie kaufen und für einen Technologietransfer in ihre heimischen Länder sorgen. Das ist die eine Argumentation. Und die andere, das wird Sie nicht wundern, die kommt von der FDP, heißt, offene Märkte sind das Heil für so ziemlich fast alles. Zwischen diesen beiden Polen wird jetzt die Debatte hin und her springen. Es gibt zum einen zum Thema Attraktivität Deutschlands für ausländische Kapital, für ausländisches Kapital einen Antrag der FDP. Fraktion, die eben die Attraktivität der Bundesrepublik Deutschland für ausländisches Kapital sichern möchte. Dagegen eine andere Ausrichtung haben Bündnis 90, die Grünen, mit ihrem Antrag, die eben dafür Sorge tragen möchten, beziehungsweise die Bundesregierung auffordern, dafür Sorge zu tragen, dass die Schlüsseltechnologien in Deutschland geschützt werden. Die Grünen gehen damit mit der Bundesratsmehrheit einher, die eben auch sich in einem Entschließungsantrag dafür ausgesprochen hatte, dass die Bundesregierung recht frühzeitig nachprüfen soll und möglicherweise auch verhindern soll, wenn sich ausländische Investoren an Schlüsseltechnologien bzw. an entsprechenden Unternehmen in Deutschland entweder beteiligen wollen oder sie ganz übernehmen sollen. Entsprechende Vorstöße gibt es ja auch aus dem Wirtschaftsministerium. Insofern scheint insgesamt der Zug mehr in diese Richtung zu fahren. Und es entspricht möglicherweise auch internationalen Gepflogenheiten, denn beispielsweise deutsche Unternehmen, die sich etwa an chinesischen Firmen beteiligen wollen, haben es sehr, sehr schwer. Es gibt dort sowieso nur die Möglichkeit für Ausländer mit chinesischen Firmen Joint Ventures zu gründen. Vereinbarungen sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Erster Redner in der Debatte ist jetzt gleich Reinhard Huben für die FDP-Fraktion, deren Sprecher für Wirtschaftspolitik er ist. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es gibt ein kluges Zitat: Märkte sind wie Fallschirme, sie funktionieren nur, wenn sie sich öffnen. Und dann frage ich mal freundlich in die SPD-Fraktion, wer hat es erfunden? Helmut Schmidt, meine Damen und Herren. Doch wie ist die Lage im Moment hier in Deutschland? Wir haben den Eindruck, als Liberale, der Protektionismus greift langsam sehr stark um sich und vorangeht, zu unserer Verwunderung, die Union und Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Das Bekenntnis zur Marktwirtschaft bei der Union ist inzwischen fast schon so Folklore wie die Bergmannskapelle der nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten. Peter Altmaier träumt von staatlich gelenkter Industriepolitik. Er hat sogar die Idee, zumindest scheinbar mal gehabt, Staatsfonds einzuführen. Das ist inzwischen wieder eingesammelt worden. Und er will nicht nur kritische Infrastruktur, sondern auch hochinnovative Unternehmen besonders einer Kontrolle unterwerfen und öffnet damit natürlich Willkür Tür und Tor. Dies bedeutet, meine Damen und Herren, nicht nur Unsicherheit für ausländische Investoren, sondern auch eine hohe Unsicherheit der Eigentümer und Unternehmer hier in Deutschland, die gegebenenfalls ihr Unternehmen veräußern wollen. In seiner Regierungserklärung hat Peter Altmaier erklärt, das Ministerium sollte zu einem Serviceministerium werden. Es ist nur ein merkwürdiges Verständnis von Service, wenn Wirtschaftsverbände wie BDI, DIHK, BGA und VDMA gegen die Verschärfung der Investitionsregeln sich aussprechen.
Der DIHK befürchtet, dass die Verschärfung die ausländischen Investoren abschrecken wird und zugleich weitere Hürden aufbaut, vor allen Dingen für deutsche Investoren im Ausland. Dies wäre natürlich fatal, denn unser Wohlstand hängt im großen Teil natürlich auch davon ab, dass deutsche Unternehmen im Ausland investieren können. Die Kritik der Wirtschaftsweisen an diesem Dienstag ist vernichtend. Statt den Zugang zum Standort zu erschweren und ausländische Investoren abzuschrecken, sollte die deutsche Wirtschaftspolitik eher die Standortqualität verbessern und versuchen, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen. Der Sachverständigenrat spricht in diesem Zusammenhang schon von Protektionismus. Wer hätte gedacht, dass ein CDU-Wirtschaftsminister mal mit diesem Vorwurf konfrontiert werden kann? Natürlich muss es bei einigen äußerst kritischen Industrien die Möglichkeit staatlicher Eingriffe geben. Aber das muss wirklich der ganz, ganz kleine Teil sein, über den wir sprechen. Und wir sehen eben nicht nur das Problem, dass diese Strukturen geschützt werden sollen. Wir sehen vor allen Dingen das Problem, dass die Eigentumsfrage dort nicht mehr richtig beantwortet wird. Direktinvestitionen sind keine Einbahnstraße. Deutsche Unternehmen investieren massiv innerhalb und außerhalb Europas, und sie liegen damit weitaus höher in China als China, von dem man ja offensichtlich besonders Angst hat, hier in Deutschland. Chinesische Investoren sind nicht notwendigerweise schlecht. Wenn Sie sich die Zahlen und Berichte vom bayerischen Automobilhersteller Grammer sich ansehen, der ist sehr zufrieden mit seinem chinesischen Investor. Und Deutschland profitiert wie kein anderes Land auf der Welt vom globalen Freihandel. Deswegen sollten wir besonders Wortführer sein beim Freihandel und nicht selbst hier intern in Deutschland Hürden aufbauen. Deswegen unsere Forderung an den Wirtschaftsminister, an die Koalition und Bundesregierung: Hören Sie auf die Wirtschaftsförderer und auf die Wirtschaftsforscher, hören Sie auf die Wirtschaftsverbände, treten Sie mutig gegenüber China auf, stärken Sie die WTO. Deutschland braucht Mut zu Innovationen statt Angst vor Investoren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Huben. Mut statt Angst und freie Märkte. Reinhard Huben war das für die FDP-Fraktion. Nach ihm jetzt Marc Hauptmann für die Union. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kollegen, werte Gäste, Deutschland ist und bleibt eines der offensten und zugänglichsten Volkswirtschaften auf der Welt. Und gerade diese Offenheit, die sich in unserem Wirtschaftssystem widerspiegelt, die macht es auch so attraktiv für ausländische Direktinvestitionen. Und wir in der Union, angefangen mit Peter Altmaier an der Spitze des Bundeswirtschaftsministeriums, bekennen uns explizit zu diesem freien und fairen Welthandel, zu diesem freien und fairen offenen Märkten und dem Zugang, um hier die Chancen der Globalisierung im freien Güter- und Kapitalverkehr durch wechselseitige Investitionen und internationale Beteiligung hier auch zu realisieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Herr Huben, aus meinem Südthüringer Wahlkreis. Mittlerweile ist der größte Arbeitgeber in Südthüringen eine japanische Firma. Und dieses ausländische Kapital, die sich eingekauft haben in den deutschen Mittelstand, ist eine Win-Win-Situation, ein Geschenk für die vielen Arbeitnehmer in meinem Wahlkreis, denn ständig eröffnen wir eine neue Produktionsstätte. Ich teile Ihre Einschätzung, werter Herr Kollege, dass wir internationales Kapital in Deutschland brauchen. Ausländische Investitionen sind explizit der Treibstoff für Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze in diesem Land. Aber jetzt kommt der Unterschied zwischen der freien Marktwirtschaft und der sozialen Marktwirtschaft, so wie wir sie in der Union seit Ludwig Erhard verankert sehen. Und die soziale Marktwirtschaft, die kennzeichnet sich eben dadurch, dass sie den unfairen Wettbewerb international unterbinden versucht. Dass sie eben durch eine soziale Verankerung eben auch schaut, dass wir Regeln haben, Spielregeln, gerade in einem internationalen, global aufgestellten Finanzsystem. Und sehr geehrter Herr Kollege, diese Regeln sind derzeit natürlich auch in Gefahr. Sie sind in Gefahr durch ausländische Investoren, die massiv staatliche Beteiligungen beinhalten.
Sie sind in Gefahr dadurch, dass wir diese Spielregeln verschieben und eben uns nach anderen Spielregeln richten, beispielsweise chinesischen Spielregeln. Und Sie wissen, was das bedeutet, wenn ein deutsches Unternehmen nicht die Möglichkeit hat, in China eine Firma zu erwerben, sondern ein Joint-Venture-Zwang unterliegt. Wenn es eben keine Rechtsstaatlichkeit, keinen Schutz des geistigen Eigentums gibt, so wie wir ihn hier in Deutschland kennen, dann verschieben sich diese Marktmechanismen. Und genauso müssen wir eben darauf achten, dass, wenn Investoren nach Deutschland kommen, wir sie anmahnen, sich an diese globalen Regeln, so wie wir sie in der sozialen Marktwirtschaft mit der Verankerung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Deutschland hier auch erhalten. Und deswegen gibt es gute Gründe, warum wir aktuell auch verschiedene Stufen von Investitionen überprüfen. Der bekannteste Fall ist natürlich KUKA, ein Unternehmen im Hochtechnologiebereich der Robotik, wo ein chinesischer Investor hier diese Firma übernommen hat. Und ich glaube, es erfüllt nicht nur uns in der Unionsfraktion, sondern viele Menschen mit Sorge, wenn hier die Gefahr besteht, dass man sich in den deutschen Mittelstand in einem Hochtechnologiebereich einkauft und dieser Bereich möglicherweise entweder verlagert wird oder wenn die Akteure, die hier investieren, durch staatliche Beteiligung und staatliche Finanzierungen eben den Wettbewerb ausschalten, wie sich andere Firmen an dieser Firma beteiligen könnten. Und von daher müssen wir gerade in diesem Zusammenhang eben schauen, dass wir hier diesen Fairness-Charakter hier auch wahren. Gleiche Spielregeln für alle, unsere hohen Standards der sozialen Marktwirtschaft auch für andere Länder. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich möchte allerdings auch noch einen weiteren Punkt aufgreifen, der über den Antrag der FDP und der Grünen hinausgeht. Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, wir müssen auf anderer Seite auch aktiv ausländisches Kapital in Deutschland anwerben. Wo brauchen wir das? Wir waren in den letzten Jahren ziemlich erfolgreich in diesem Land, gerade auch hier in dieser Hauptstadt Berlin, dass wir in der Breite eine Venture-Capital-Landschaft aufgebaut haben, die junge, innovative Startups und Gründungen unterstützt hat, gerade in der ersten und zweiten Finanzierungsstufe. Wir erkennen allerdings jetzt, dass wir ab der dritten Finanzierungsstufe, da reden wir über Investitionen 10 Millionen Euro aufwärts, hier einen Bedarf haben an zusätzlichem Kapital. Dieses zusätzliche Kapital können wir einerseits durch die Beteiligung von beispielsweise deutschen Fondsgesellschaften decken, durch weitere Family Offices, die hier investieren. Aber ich glaube, und darin liegt letztendlich auch eine Chance, werte Kollegen, dass wir hier vor allem ausländisches Kapital in die deutsche Venture-Capital-Landschaft hier anwerben müssen, damit eben diese Investitionen, die heute schon von israelischen, von amerikanischen, von norwegischen Firmen geleistet werden, hier einer Wirtschaftlichkeit und einem Wachstumsprozess am deutschen Standort zugutekommen. Und mit dem geschätzten Kollegen Theurer war ich gerade mit dem Bundeswirtschaftsminister in Asien unterwegs. Wir haben die unglaubliche Dynamik gesehen, die sich hier in der Bevölkerungsregion Nummer 1 und der Weltwachstumsregion Nummer 1 entfaltet. Jeder in Asien hat den Hochtechnologiestandort Deutschland auf dem Schirm. Qualität, made in Germany, Produkte, die Weltmarktführer in ihren Branchen sind. Keiner in Asien hat den Start-up- und Venture-Capital-Markt auf dem Schirm. Und deswegen, glaube ich, ist es unsere Aufgabe, vor allem ausländisches Kapital aus Asien, aus der arabischen Welt, hier in die deutsche Fondslandschaft zu generieren, um diese Wachstumsprozesse hier zu verwirklichen. Wenn uns das nicht gelingt, dann werden Unternehmen gerade in einer entscheidenden Wachstumsphase, wenn sie eben die dritte und vierte Finanzierungsstufe durchschreiten, ihrem Finanzierungsgeber, maßgeblich amerikanisch geprägten Fonds, über den Atlantik wandern und wir verlieren die Wertschöpfung, wir verlieren die Steuereinnahmen, das Humankapital und die Wachstumsprozesse, die dahinterstehen. Von daher ergeben sich aus dem heutigen Antrag und der heutigen Debatte zwei Chancen. Nummer eins, ein Level Playing Field, wie es international heißt, dass wir gleiche Spielregeln für Investitionen brauchen und da, wo die europäischen Spielregeln außer Kraft gesetzt werden, dass wir diese Spielregeln einhalten, europäisch definieren und auch weltweit exportieren und zweitens eben auch in der Anwerbung ausländischen Kapitals darum werben, dass vor allem im Venture-Capital-Bereich in einem Hochtechnologie-, in einem Risikobereich ausländisches Kapital mehr als willkommen ist. Und so sollten wir diese Debatte heute in diesem Haus auch weiterführen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes der Kollege Steffen Kottree. Marc Hauptmann war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner jetzt Stefan Kottree für die AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Huben, ich würde die Dinge nicht so locker sehen, wie Sie das hier gerade so beschrieben haben. Denn wenn Unternehmen unter staatlichem Einfluss mit staatlichem Geld sich hier bei uns einkaufen in deutsche Mittelständler, Technologieführer, in andere Unternehmen, dann besteht natürlich die Gefahr, dass hier Know-how abgesaugt wird. Dann besteht die Gefahr, dass wir hier Patente verlieren, Technologie verlieren. Und dann fehlt uns das hier in Deutschland. Und das würde ich nicht so gern beiseite wischen. Und das hat eben auch nichts damit zu tun, dass wir Direktinvestitionen hier in Deutschland behindern, wenn wir darauf bestehen. Wenn es sich jetzt um Schlüsseltechnologien handelt, in denen also ausländische Unternehmen investieren, um an Know-how ranzukommen, dann verliert unsere Volkswirtschaft wertvolles Vermögen. Und wenn es sich um kritische Infrastruktur handelt, dann besteht die Gefahr, dass wir abhängig werden. Und da müssen wir uns schon darum kümmern, dass hier kein Ausverkauf stattfindet. Und wir müssen natürlich schon uns die Instrumente schaffen, die das verhindern. Und Sie haben jetzt in Ihrem Antrag geschrieben, dass Sie ein solches Instrument, was jetzt in der Diskussion steht, eigentlich nicht haben wollen. Aber da sage ich, nein, ein solches Instrument ist durchaus sinnvoll. Das ist noch nicht alles, aber es ist durchaus sinnvoll, dass hier die Eingriffsschwelle gesenkt werden kann und dass der Staat auch früher intervenieren kann. Und jetzt haben Sie Angst davor, dass ausländisches Kapital ausbleibt, aber das sehe ich nicht. Das sehe ich auch in anderen Ländern nicht. Dort gibt es freien Kapitalverkehr, dort gibt es einen attraktiven Investitionsmarkt und es gibt gleichzeitig auch einen konsequenten Schutz strategischer Industrien. Schauen Sie in die USA, dort funktioniert es ja. Und nein, staatliche Intervention zur Verhinderung unerwünschter Investitionen darf nicht Ultima Ratio sein. Es sollte Standard sein. Selbstverständlich müssen wir entsprechende Definitionen auf den Weg bringen, was eine unerwünschte Investition ist, völlig klar. Aber trotzdem sollte es ein Standard werden. Und diese Definition, von der ich gerade sprach, die hat ja eben nicht stattgefunden. Die Bundesregierung hat es ja bisher abgelehnt, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir unsere Volkswirtschaft in diesem Bereich schützen. Die Bundesregierung, so mein Eindruck, ist nicht willens, deutsche Interessen in diesem Bereich ausreichend zu vertreten. Es scheint auch der Bundesregierung egal zu sein, wenn also hier der Ausverkauf deutscher Schlüsseltechnologie anfängt. Der Kollege hat es schon erwähnt, KUKA, das beste Beispiel dafür, ein führender Roboterentwickler, ist, ich sage es mal so, geopfert worden. Und folgerichtig in ihrer ignoranten Art der Bundesregierung hat sie dann in der Drucksache 19426 auch geschrieben, dass sie ausländische Investitionen in strategischen Bereichen nicht verbieten will. Angeblich stünde auch hier wieder das Grundgesetz dagegen, aber das ist falsch. Das Grundgesetz ist für uns Deutsche gemacht und ich weiß, das wollen nicht alle hier in dem Saal hören. Es ist aber so und da kann sich auch Frau Merkel auf den Kopf stellen, das bleibt auch so. Und schauen wir doch mal andernorts hin. Die USA haben das Committee on Foreign Investments in the US und da wird aktiv daran gearbeitet, Know-how-Abfluss zu verhindern. Und da sind viele Ministerien und Fachbereiche involviert. Und im Gegensatz dazu, bei uns findet das so aktiv nicht statt. Unsere Gremien sind schwerfällig und passiv. Und wir fordern hier ein gleichwertiges Gremium, welches unsere Interessen in diesem Bereich wirklich schützt. Aber Strukturen müssen natürlich mit Leben erfüllt werden. Das heißt, wir müssen interessensgeleitet vorgehen. Und wir müssen diesen, ja, scheinbar, mir scheint es manchmal so, krampfhaften Internationalismus endlich mal ablegen. Also eine Prise Patriotismus kann dabei nicht schaden, meine Damen und Herren.
Und an diesem Punkt fordere ich eben die Bundesregierung auf, entsprechende Kriterien aufzustellen, wonach strategische Schlüsselindustrien und Branchen und kritische Infrastrukturen erstmal identifiziert werden. Und wir fordern dann natürlich auch dazu auf, dass entsprechende Investitionen in diese Bereiche unterbunden werden. Wir brauchen kein zweites KUKA-Fiasko, meine Damen und Herren. Zu diesem Thema gehört auch, dass einige ausländische Unternehmen in den Verruf geraten sind. Es gibt Hinweise, dass Telekommunikationsunternehmen Geräte liefern, die unsere Daten ausspionieren. Und auch da erwarte ich Konsequenz von der Bundesregierung, dass sie endlich aus dem Dornröschenschlaf erwacht und unsere Volkswirtschaft entsprechend schützt. Denn das ist eine Frage der Souveränität und der Selbstbestimmung. Und diese Frage wollen wir einfach in unserem Sinne beantwortet wissen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort der Kollege Markus Töns. Die Rede von Stefan Kutré war das für die AfD. Weiter geht es mit Markus Töns für die SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, also Herr Huben, erst mal eine Frage. Was haben Sie gegen das Steigerlied? Ich kann Ihre Aufregung gar nicht verstehen. Also in dem schönsten Stadion Deutschlands, das in meiner Heimatstadt steht, wird das vor jedem Heimspiel gesungen. Und das singen dann nicht nur Sozialdemokraten, das singen 60.000 Menschen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, die gehört übrigens dazu. Ich habe nichts gegen das Steigerlied. Das passt. Aber es geht in dieser Frage um zwei Sachen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstens um Deutschlands Rolle als Wirtschaftsstandort. Unternehmer aus unterschiedlichen Teilen der Welt sind wirtschaftlich in Deutschland tätig. Und das finden wir gut. Und das soll auch so bleiben. Aber es geht zweitens, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, und das ist mir besonders wichtig, es geht um den Schutz von Menschen, die in Deutschland kritische Infrastruktur nutzen. Damit ist zum Beispiel eine gesicherte Wasserversorgung gemeint, ein funktionierendes Stromnetz unter anderem, der öffentliche Personennahverkehr auch. Hier muss der Staat genauer hinsehen. Darauf werde ich noch später eingehen. Aber zunächst zu Deutschlands Rolle als Wirtschaftsstandort, meine Damen und Herren. Immer mehr ausländische Unternehmer entscheiden sich, sich wirtschaftlich in Deutschland zu betätigen. Das ist auch ein Zeichen des Vertrauens. Ein Vertrauen vor allem in das Know-how deutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 3 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in Unternehmen mit ausländischer Beteiligung. Auch deshalb sind ausländische Investitionen eine Bereicherung für Deutschland. Soweit stimmen wir übrigens mit der FDP überein. Für uns Sozialdemokraten zeigt sich hier aber auch, unsere sozialen Rechte sind eben kein Wettbewerbsnachteil. Im Gegenteil, ausländische Unternehmer entscheiden sich bewusst für Deutschland als Investitionsstandort mit einer hochqualifizierten Arbeitnehmerschaft und mit sozialer Sicherung. Das muss mal klar gesagt werden an dieser Stelle. Ich komme noch mal auf meine Heimatstadt zurück, weil es vielleicht auch ganz interessant ist. Gehören übrigens ausländische Direktinvestitionen zur Stadtgeschichte. Jedes Kind in Gelsenkirchen kennt heute den Namen Thomas Mulvaney, ein irischer Ingenieur und Unternehmer, der 1855 in Gelsenkirchen die Zeche Hibernia abgeteuft hat, so nennt man das im Bergbau, so wie Mulvaney damals die neueste Bautechnik für den Stollenbau aus England mitgebracht hat, können ausländische Direktinvestitionen auch heute neue Entwicklungen ankurbeln. Und Mulvaney ist, um das auch zu sagen, seit mehr als 100 Jahren Ehrenbürger meiner Stadt. Ich möchte noch mal betonen, Deutschland ist und bleibt offen für ausländische Investitionen. Das ist auch im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Unternehmen mit ausländischer Beteiligung arbeiten. Und so komme ich zum weiteren Punkt, und das ist wichtig, Herr Huben. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen aber auch, dass es Bereiche gibt, bei denen wir genauer hinsehen müssen. Damit komme ich zum zweiten Punkt, dem Schutz der kritischen Infrastruktur. Gemeint sind Waren und Dienstleistungen, die für unser tägliches Zusammenleben unentbehrlich sind. Die Außenwirtschaftsverordnung in Verbindung mit dem Gesetz über das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI-Gesetz, bietet eine klare Definition hierfür. Dazu gehören zum Beispiel Strom- und Wasserversorgung, die Versorgung mit Lebensmitteln, mit Medikamenten und auch Hochtechnologie. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass diese Dinge zuverlässig verfügbar sind. Und ich will es ganz deutlich sagen,
Es geht nicht um den Schutz von Wasserrohren, Stromleitungen. Es geht um den Schutz der Menschen in diesem Land und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deshalb hat das Wirtschaftsministerium übrigens schon 2017, damals unter der Führung der SPD, genau die richtigen Grundlagen gelegt. Wir haben 2017 überhaupt erst eine Meldepflicht für Übernahmen im Bereich der kritischen Infrastruktur eingeführt. Das geht auf die Initiative der sozialdemokratischen Wirtschaftsminister Gabriel und Tsipras zurück. Darauf baut die jetzige Bundesregierung auf, indem sie eine Absenkung der Aufgreifschwelle prüft. Und da sind wir froh, dass sich Herr Altmaier die sozialdemokratische Wirtschaftspolitik zum Vorbild nimmt. Das ist übrigens immer eine gute Idee, sich Sozialdemokraten zum Vorbild zu nehmen. Wenn die FDP hier von einer Abregelung gegen ausländisches Kapital spricht, ist das schlichtweg falsch. Es geht doch nicht hierum, dass die Bundesregierung in einem Bereich prüft, der für unser Gemeinwesen unglaublich wichtig ist. Darum geht es in dieser Stelle. Das ist kein Protektionismus, wie Sie das sagen. Hier muss die FDP erkennen, dass der Markt eben nicht alles regelt und dass wir einen staatlichen Prüf- und Regulierungsrahmen brauchen. Teile der FDP haben das übrigens auch erkannt, fordern seit Monaten eine Absenkung der Prüfschwelle auf 10%. Im Antrag, den wir heute besprechen, haben Sie diese Forderung abgeräumt. Stattdessen geht es Ihnen nur noch um die Meldepflichten. Das ist doch ein Formelkompromiss Ihrer Fraktion. Die Mutigen in der FDP haben sich dabei wohl nicht durchgesetzt. Neben den Bemühungen auf nationaler Ebene müssen wir auch europäisch stärker zusammenarbeiten, wenn es um kritische Infrastruktur geht. Wir haben in der EU seit mehr als einem halben Jahrhundert keine abgeschotteten nationalen Volkswirtschaften mehr. Wir haben einen gemeinsamen Binnenmarkt, und das ist gut so. Und deshalb ist es nur konsequent, dass wir auch einen gemeinsamen Rahmen für die Prüfung ausländischer Direktinvestitionen haben. Deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung zusammen mit europäischen Partnern den Vorstoß gemacht hat, dass wir uns europäisch stärker koordinieren. Auch das geht auf Initiative sozialdemokratischer Wirtschaftsminister zurück und ist ein Beispiel für gute deutsch-französische Zusammenarbeit. Aktuell läuft dazu das Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene. Bevor ich zum Schluss komme, noch ein Wort zu Ihnen, Herr Cottret. KUKA ist nun wirklich kein gutes Beispiel dafür, weil es hat in Deutschland keine Investitionsinteressen deutscher Unternehmen gegeben, deutscher Investoren für KUKA. Die Kanzlerin hat sich darum bemüht, aber es gab sie schlichtweg nicht. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Ich wiederhole es noch mal. Erstens, Deutschland ist und bleibt offen für ausländische Investitionen. Zweitens, wir müssen unsere kritische Infrastruktur wirksam schützen. Und drittens, indem wir diese beiden Ziele vereinen, grenzen wir uns klar ab von protektionistischen Tendenzen, WTO-rechtswidrige Schutzzölle. Wie sie die USA aktuell erheben, wird es in der EU nicht geben. Unser Konzept ist Investitionsoffenheit statt plus Besonnenheit, ausländische Direktinvestitionen willkommen heißen und dazu prüfen, wo es um die Sicherheit und die öffentliche Ordnung in Deutschland geht. Ich denke, das ist eine vernünftige Leitschnur für unsere Wirtschaftspolitik, meine Damen und Herren. Und damit zum Abschluss auch Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Tüns. Als nächstes für die Fraktion Die Linke, der Kollege Markus Tüns war das für die SPD-Fraktion, der hier unter anderem gesagt hat, der Markt regle eben in nicht alles. Nächster Redner ist Pascal Meiser für die Linksfraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, immer mehr Menschen machen sich auch hierzulande zu Recht Sorgen darüber, was eine rücksichtslose Globalisierung mit ihnen und ihrem Leben macht. Und diese Sorgen sollten wir ernst nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Doch worüber macht sich die FDP in dem vorliegenden Antrag Sorgen, liebe Kolleginnen und Kollegen? Dass ausländische Investoren auch weiterhin möglichst ungestört tun und lassen können, was sie wollen. Das ist doch absurd, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schauen wir uns einmal die Fakten an. Die Zahl der Unternehmensübernahmen durch ausländische Investoren ist in Deutschland in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Immer öfter geraten dabei auch sensible Infrastruktur und Schlüsseltechnologien ins Visier der Investoren. Und immer mehr Beschäftigte sorgen sich, was mit ihnen und ihren Arbeitsplätzen passiert, wenn strategische Unternehmensentscheidungen künftig irgendwo im fernen New York oder Shanghai getroffen werden. Und ich kann diese Sorgen gut verstehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, gleich ob es sich um einen Heuschreckenfonds aus den USA handelt oder um einen chinesischen Staatsfonds.
Ja, ausländische Investitionen, die hier Arbeitsplätze schaffen und zum Wohlstand der Mehrheit in unserem Land beitragen, die sind auch uns als Linke herzlich willkommen. Aber wir müssen Instrumente schärfen, mit denen der Staat dort einschreiten kann, wo solche Investitionen eine Bedrohung für diesen Wohlstand oder gar für die Sicherheit und Ordnung in unserem Land darstellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen begrüßen wir es als Linke, wenn jetzt auf verschiedenen Ebenen zumindest vorsichtige Initiativen gibt, ausländische Investitionen besser kontrollieren zu können. Dabei ist aus unserer Sicht dringend notwendig, die grundsätzliche Schwelle, ab der eine solche Kontrolle überhaupt möglich ist, abzusenken. Zumindest mal auf eine Beteiligung von 10% der Stimmrechte. Und wenn es um Investitionen in zentrale Bereiche unserer Infrastruktur geht und in Energie, IT und ja auch um den sensiblen Telekommunikationsbereich, dann muss wegen der besonderen Relevanz dieser Investitionen künftig jedwede Beteiligung überprüft werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, hat übrigens ja auch die CSU in Bayern im Wahlkampf gefordert und sogar im Bundesrat beantragt. Und ich bin sehr gespannt, was davon in der Bundesregierung jetzt umgesetzt wird oder ob das einmal mehr nur Wahlkampfgetöse war, wie wir es von der CSU schon kennen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich lasse mich gerne überraschen, auch positiv. Doch ich sage Ihnen auch, dabei dürfen wir es nicht belassen. Die Instrumente der Investitionskontrolle müssen künftig auch dazu genutzt werden, um Unternehmen und deren Beschäftigte bei Bedarf vor sogenannten Heuschreckenfonds zu schützen. Fonds, die nach dem Motto kaufen, plündern, wegwerfen, agieren und über gut laufende Unternehmen herfallen. Ein aktuelles Beispiel, das Sie alle kennen dürften, ist der Automobilzulieferer Neue Halberg Guss. Dieser Automobilzulieferer wurde im Januar dieses Jahres vom Großinvestor Prevent aus Bosnien aufgekauft. Dieser Investor verfährt immer wieder nach dem gleichen Muster. Erst kauft er gut laufende Zulieferbetriebe auf, um dann die Preise von einem auf den anderen Tag in die Höhe zu treiben. Damit lassen sich kurzfristig massive Extraprofite machen. Doch sobald der Abnehmer abspringt, werden die Werke ihrem Schicksal überlassen oder gleich geschlossen. Genau so ist es jetzt bei der Neuen Halberg Guss gekommen. Der Leipziger Werk soll komplett geschlossen werden. Und am Standort Saarbrücken stehen etwa 300 Beschäftigte vor dem Aus. Mit sozialer Marktwirtschaft hat das doch wohl ganz sicher nichts mehr zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich sage Ihnen, wenn Beschäftigte und ihre Betriebsräte in solchen Fällen Alarm schlagen, weil sie die begründete Befürchtung haben, dass ein ausländischer Investor ihren Betrieb für kurzfristige Gewinne platt machen will, dann muss auch hier künftig eine Überprüfung und gegebenenfalls die Untersagung einer solchen Investition erfolgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist es, was die Beschäftigten in einer solchen Situation zu Recht erwarten können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie uns dieser Erwartungen gemeinsam gerecht werden. Der Antrag der FDP leistet zu diesen Herausforderungen leider nicht den geringsten Beitrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Meiser. Pascal Meiser war das für die Linksfraktion. Nach ihm jetzt Kerstin Andrea, Sprecherin für Wirtschaftspolitik der Grünen-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich meine, es ist ja gut, dass deutsche Unternehmen in China und im Ausland investieren. Und es ist auch gut, dass ausländische und chinesische Unternehmer hier investieren. Wir haben eine vernetzte Welt. Aber es ist eben nicht gut, wenn Standards und Normen verschoben werden. Und es ist nicht gut, wenn die Marktbedingungen nicht fair sind. Natürlich sind wir gegen Protektionismus und sind für offene Märkte. Aber eben zu fairen und transparenten Bedingungen auf beiden Seiten. Das ist eine der Voraussetzungen. Und das Bekenntnis für offene Märkte darf uns doch nicht blind vor Problemen machen. Der Antrag der FDP redet diese Probleme wirklich klein. Es hilft doch nichts, wirtschaftliche Offenheit zu romantisieren, wenn einer der Partner nachweislich unfair spielt. Und es hilft auch nichts, die Augen davor zu verschließen, dass die prüfungsrelevanten Unternehmenserwerbe seit 2015 deutlich angestiegen sind. Beispiele sind ja genannt worden. Und schauen wir uns die Investitionen unter dieser Sicherheitsbrille an, die ja immer wieder diskutiert wird, dann sind eben auch Infrastrukturen sicherheitsrelevant. Und davor verschließt die FDP die Augen, und deswegen können wir diesem Antrag nicht zustimmen. Und wir begrüßen es, dass die Bundesregierung sich der Aufgabe gestellt hat,
Das ist ja nicht einfach. Das ist ja keine banale Diskussion, zu sagen, wir gehen jetzt mal von einer 25-Prozent-Schwelle auf 10% oder auf 15% runter. Es ist auch keine banale Diskussion, Klarheit darüber zu schaffen, was Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eigentlich bedeutet, angesichts hybrider Investitionen, angesichts Cyberwirtschaft, angesichts der Infrastrukturfrage. Das ist eine schwierige Aufgabe, und dieser schwierigen Aufgabe muss man sich seriös stellen. Das beste Argument gegen Protektionismus ist ein transparenter und klarer Prüfmechanismus ohne Politisierung der Prüfung selbst. Und das muss die Bundesregierung leisten. Und natürlich muss die Höhe der Prüfschwelle gut überlegt werden. Keiner hat ein Interesse daran, dass wir einen Prüfteppich über alle ausländischen Investitionen legen, 3 Monate Stillstand, bis diese Investition getätigt werden kann, unglaublich viel Aufwand. Da hat keiner Interesse dran. Aber es gibt eine Strategie der Chinesen, die heißt China 2025, Weltmarktführerschaft in 10 Technologien und großen Branchen. Es gibt keine Antwort seitens Deutschland, keine Antwort seitens Europa. Wir fordern, dass endlich eine Diskussion über eine europäische Antwort und eine zukunftsgerichtete europäische Industriepolitik auf den Weg gebracht wird. Wir müssen uns doch etwas einfallen lassen, wie wir hier unsere Wirtschaft stärken. Nicht in der Abwehr, sondern indem wir was Eigenes entwickeln, indem wir eine europäische Industriepolitik voranbringen, Investitionen in Zukunftsbranchen, Digitalisierung, vor allem in eine CO2-arme und CO2-freie Wirtschaft. Und die Aufgaben sind zu groß, als dass wir es alleine machen können. Deswegen ist es wichtig, und deswegen steht Bündnis 90 Die Grünen so sehr für ein geeintes Europa, weil wir diese Frage nur noch europäisch angehen können. Wir fordern eine europäische Industriepolitik mit langfristigem Horizont. Wir fordern, dass man sich den veränderten Bedingungen nüchtern, klar und mit Ruhe stellt. Wir fordern, dass die Bundesregierung sich der Diskussion, die heute auch auf europäischer Ebene geführt wird, im Hinblick auf Schaffung, das ist ja diese von Machnik im Übrigen sehr unterstützt, Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der Europäischen Union, dass dieses vorangebracht wird. Und wir fordern eine Wirtschaftspolitik, die sowohl nachhaltig als auch vorausschauend ist, aber keineswegs naiv. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin André. Kerstin André war das Bündnis 90 Die Grünen, die hier geworben hat für einen transparenten Prüfmechanismus. Jetzt eine Kurzintervention aus der CDU-CSU-Fraktion. Die Kollegin Kerstin André, Michael Theurer ist das, hat hier eine Diskussion eingefordert. Es wäre an der Stelle nur fair gewesen, liebe Kollegin André, wenn Sie darauf hingewiesen hätten, dass diese Diskussion hier heute nur deshalb stattfindet, weil die Freien Demokraten einen Antrag gestellt haben. Sie loben die Bundesregierung. Wir wissen noch überhaupt gar nicht, was die Bundesregierung konkret vorschlägt. Das soll über das Verordnungsweg soll das geregelt werden, am Parlament vorbei. Wir haben hier dafür gesorgt, dass hier über diese Frage diskutiert wird. Und ja, in der Tat, wir Freien Demokraten sind der Meinung, dass wir eine europäische Außenwirtschaftsgesetzgebung brauchen, die dann auch entsprechende Investitionen ausländischer Investoren prüft, aber eben auf der Grundlage klar nachvollziehbarer Kriterien, denn es kann nicht sein, dass der Staat willkürlich eingreift in die Verfügungsautonomie von privaten Eigentümern. Das wäre eine Abkehr von der Marktwirtschaft, und das ist der falsche Weg. Michael Theurer war das für die FDP-Fraktion mit seiner Kurzintervention. Die Antwort jetzt Kerstin André, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank. Und absolut, ja, wenn wir die FDP den Antrag heute nicht gestellt hätte, hätten wir heute nicht die Debatte. Und es ist richtig, dass die Bundesregierung oftmals die Diskussion mit dem Parlament und mit den Abgeordneten auch im Ausschuss im Übrigen dazu nicht sucht. Und es wäre wichtig, bei dieser sehr schwierigen Frage in die Diskussion zu gehen. Aber die Antworten, die die FDP gibt, sind eben nicht weitreichend genug. Weil was Sie sagen ist, wir bleiben bei der Prüfschwelle von 25%. Und vor allem sagen Sie, und das ist das, was mich eigentlich stört, der alte FDP-Reflex, der bei dem Wort
Wort Industriepolitik sofort hochgeht, der ist heute nicht mehr adäquat. Wir werden eine Antwort darauf finden müssen, dass in anderen Ländern, in anderen Regionen, in anderen Weltwirtschaften Industriepolitik massiv betrieben wird. Wir wollen keine staatlich interventionistische Industriepolitik. Aber wir wollen eine kluge Bundesregierung, die sich diesen Herausforderungen stellt, auf europäischer Ebene sagt, was sind eigentlich die Branchen, die auch Unterstützung brauchen, in dem Bereich Forschung auch unterstützt und am Ende vielleicht sogar mal Geld in die Hand nimmt. Wir wollen eine kluge europäische Industriepolitik. Das ist viel mehr, als nur die Frage aufzuwerfen, was ist mit Prüfschwellen und Untersagen von Investitionen. Insofern, Sie haben recht, dass Sie die Debatte heute hier angestoßen haben. Ist sinnvoll. Ihre Antworten sind leider nicht unsere. Dankeschön. So, dann ist das auch mal gesagt worden. Ja, das war also die Kurzintervention und die Antwort. Zunächst Michael Theurer, dann Kerstin Andreae. Jetzt geht es weiter in der regulären Debatte und zwar mit dem fraktionslosen Abgeordneten Mario Miruch. Dann kann ich an der Stelle der FDP auch noch mal danken, dass sie das Thema angestoßen hat und möchte es aber direkt mit einer weiteren spannenden Frage verknüpfen. Denn so toll wie es ist, ausländische Investitionen im Land zu haben, sollten wir uns die Frage stellen, wie viel davon ist für eine Volkswirtschaft, die gleichzeitig auch eine Solidargemeinschaft ist, überhaupt erstrebenswert? Ich habe mir den Punkt 8 des Antrages auch mal rausgezogen, in Kooperation mit der deutschen Wirtschaft Lösungen für den langfristigen Erhalt und die Stärkung unserer innovativen Unternehmen in Zukunfts- und Schlüsseltechnologien zu erarbeiten. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger. Denn wenn wir den fokussieren, dann landen wir faktisch eigentlich bei einem Thema, was viel wichtiger ist in der Diskussion, als zu versuchen, mehr ausländisches Kapital reinzuholen, nämlich wie stärken wir unsere einheimische Industrie. Denn im Idealfall wäre es ja prima, wenn der Konsument, und das ist völlig egal, ob jetzt national oder international, den Wert auf deutsche Qualitätsprodukte legt und diese bevorzugt. Made in Germany hieß das früher und das war trotz einer harten Währung auch vor dem Euro mal eine richtig erfolgreiche Sache. Um die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, das greift der Punkt 7 Ihres Antrages in Ansätzen auf, müssen die deutschen Unternehmen mit ihrer Innovationskraft im globalen Wettbewerb immer drei Schritte voraus sein. Technologieführerschaft als Stichwort. Das lässt sich aber nicht verordnen, das könnten wir hier zumindest erleichtern. Mehr Profitabilität, damit die Unternehmen durch Selbstfinanzierung in Expansion, in Entwicklung investieren können, damit sie gesunde Eigenkapitalquoten erwirtschaften können, um Rezessionen auch ohne massive Verschuldung überstehen zu können. Steuern, Nebenkosten, Bürokratie, Überregulierung wären hier die notwendigen Hebel. Stichwort Rezession, in dieser Diskussion vielleicht auch ganz, ganz wichtig. Seit dem Crash 2008 geht es ungebremst bergauf. Diese Entwicklung ist ein klein wenig untypisch für den klassischen Konjunkturzyklus. Und sie ist sicherlich endlich. Und entweder endet das in einem üblichen Abschwung oder in einer Blase, deren Ende wirklich nicht erstrebenswert wäre. Also bitte diese Aspekte in dieser Diskussion auch mit berücksichtigen. Und bevor wir in die europäische Lösungsfindung einsteigen, wäre es ganz sinnvoll, wenn wir unseren eigenen Regelungsbedarf vorher gemeinsam debattieren und den ersten Schritt vor dem zweiten machen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Miruch. Mario Miruch war das, der fraktionslose Abgeordnete hier im Bundestag. Weiter geht es mit Bernhard Loos für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal hat man ja schon das Gefühl, mit Karl Valentin zu sprechen. Es ist schon alles gesagt, nur nicht von allen. Und so wird, wie heute auch, für alles eine Lösung geboten, aber auch das Gegenteil davon. Heute überbieten sich ja FDP und Grüne mit eilig geschriebenen Anträgen im Wettbewerb um die Sorge über Investitionen in Deutschland und zugleich um den Bestand deutscher Hightech-Firmen, schlagen aber völlig unterschiedliche Lösungen vor. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der FDP und den Grünen, ich darf zu Ihrer aller Beruhigung feststellen, Ihre Zukunftsangst ist in beide Richtungen völlig unbegründet. Die Attraktivität Deutschlands für ausländisches Kapital hängt nicht in erster Linie von Eingriffsschwellen oder Meldepflichten ab, sondern von den hervorragenden, innovativen Mitarbeitern und Mitarbeitern in meist kleinen und mittelständischen Hightech-Firmen und vor allem von einem hohen Bildungsstandard in unserem Land. Allein im letzten Jahr gab es rund 70 Prüfverfahren nach der Außenwirtschaftsverordnung, davon rund die Hälfte China betreffend.
Zwischen 15 und heute verzeichnen wir ein Ansteigen des ausländischen Investitionsvolumens von 500 Millionen auf 10 Milliarden ganz aktuell. Bundesbankpräsident Weidmann aber weist uns darauf hin, dass deutsche Investitionen in China immer noch 16 Mal höher sind als umgekehrt. Zur Sache selbst. Der Bundesrat hat am 27. April 2018 eine Entschließung verabschiedet, nach der die Bundesregierung die sogenannte Eingriffsschwelle des § 56 der Außenwirtschaftsverordnung absenken möge. Die Bundesregierung bereitet deshalb Überlegungen vor, die erstmals im Wirtschaftsausschuss am 26. September 2018 angesprochen wurden. Eine endgültige Festlegung über den Umfang und die konkrete Ausgestaltung von Änderungen der Außenwirtschaftsverordnung gibt es aber noch nicht. Wir debattieren heute also quasi ins Blaue, allein auf der Grundlage eines, wie Sie von der FDP so schön schreiben, Wunsches des Bundesrates. Andere Initiativen, wie zum Beispiel eine EU-weite Verordnung, sind ebenfalls in Entstehung. Sollten die Grünen, die jetzt gerade das Gegenteil behauptet haben, vielleicht ein bisschen nachlesen. Deutschland, Italien und Frankreich sind schon im Februar 2017 mit der Bitte an die Europäische Kommission herangetreten, sich zeitnah mit der Frage staatlich gelenkter strategischer Direktinvestitionen von unionsfremden Investoren in europäischen Hochtechnologieunternehmen zu beschäftigen, mit dem Ziel, die Eingriffsbefugnisse der Mitgliedstaaten im Kontext unionsfremder Beteiligungen an sicherheitsrelevanten Schlüsseltechnologieunternehmen zu stärken. Die Europäische Kommission hat dazu am 14. September 2017 einen entsprechenden Verordnungsvorschlag vorgelegt, der jetzt das reguläre Gesetzgebungsverfahren durchläuft. Ein Abschluss des Verfahrens soll noch in diesem Jahr stattfinden. Interessant ist eine Regelung auf EU-Ebene vor allem auch deshalb, weil damit Umgehungen durch Schachtelinvestitionen über EU-Mitgliedsländer zu verhindern wären. Lassen Sie mich aber noch einige grundsätzliche Anmerkungen machen. Eine Prüfung nach AWV dient der Frage, ob eine konkrete Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder für wesentliche Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland nach dem Außenwirtschaftsverordnung ausgeht. Die Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 14. Juli 2017 hat sichergestellt, dass die Durchführung der Prüfung ein angemessener zeitlicher Rahmen zur Verfügung steht, dass Übernahmen kritischer Infrastrukturen und bestimmter Schlüsseltechnologien beim BMWI angemeldet werden müssen und dass das Prüfverfahren nicht durch missbräuchliche gesellschaftsrechtliche Gestaltungen ausgehebelt werden kann. Die Bundesregierung prüft deshalb jetzt die vom Bundesrat angeregte Absenkung der Prüfeintrittsschwelle. Grundsätzlich gilt, wir müssen offen bleiben für Investitionen in Deutschland durch ausländische Firmen. Deutschland steht als offene Volkswirtschaft für die Freiheit der Wirtschaft, für eine offene Welthandelsordnung, allerdings auch auf Basis der Gegenseitigkeit für deutsche Kapitalbeteiligung im Ausland. Wir werden das Absenken der Schwellenwertes genau abwägen und eng definieren müssen, welche Bereiche darunter fallen. Dies alles ist ein noch offener Entscheidungsprozess. Und ich sage an dieser Stelle für meine Person, ich betrachte eine Absenkung differenziert. Dies ist aus meiner Sicht kein alleiniger Heilsweg. Denn sie wirft weitere Fragen auf, zum Beispiel nach den Eigentumsrechten der Firmeninhaber und der zusätzlichen Bürokratie und Handhabbarkeit. Trotzdem haben wir von der CDU-CSU auch große Sympathien für die Aufforderung des Bundesrates. Noch ein Wort zu China. Es müssen Asymmetrien im chinesischen Marktzugang konsequent abgebaut werden. Es darf keine selektive, sondern muss eine umfassende Öffnung stattfinden. Gleichbehandlung ausländischer Unternehmen auf dem chinesischen Markt muss gegeben sein. Aber ich halte auch nichts von einer übertriebenen Angstmacherei und zitiere abschließend dazu Bundesbankpräsident Jens Weidmann, der laut Reuters am 20.09.18 sagte: Ich meine, wir sollten hier mit Augenmaß vorgehen und uns vor einem Investitionsprotektionismus hüten. Statt chinesischer Investoren mit besonderen Maßnahmen zu begegnen, wäre es besser, soweit man auf die Entwicklung angemessener multilateraler Regeln und auf gegenseitige Gleichbehandlung im Marktzugang hinzuwirken. Deshalb, statt der heutigen Schnellschüsse von FDP und Grünen, sollten wir also eine gründliche, umfassende Diskussion zu diesen Fragen führen.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Die Rede von Bernhard Loos, die abgewogen die beiden Seiten hier dargestellt hat. Man müsse offen bleiben für ausländische Investitionen, hat er einerseits gesagt, andererseits auf Basis der Gegenseitigkeit. Der Diskussionsprozess in dieser Frage sei noch offen. Dazu passt, dass beide Anträge, der FDP und der Grünen, jetzt in den Ausschuss überwiesen werden.